Ja, schönen guten Tag, Herr Thees Möller von der Firma Hilkona. Mein Name ist Christian Drexler. Ich betreue die Eigenmarke Transgourmet Ursprung und freue mich, dass wir uns heute auf einem ganz unkonventionellen Weg so digital auch treffen können. Ganz natürlich nach den Bestimmungen. Und freue mich, dass Sie heute zugeschaltet sind. Wie geht es Ja. Ihnen? Danke für die Einladung. Mir geht's gut. Ich bin in Norddeutschland, im schönen Schleswig-Holstein, im Homeoffice. Und ja, erfreue mich den Möglichkeiten der digitalen Kundenbetreuung und der digitalen Kontaktaufnahme. Nicht nur 1,50 Meter Sicherheitsabstand, sondern in dem Fall knapp 600 Kilometer. Tatsächlich. Also von daher machen wir, glaube ich, alles richtig. Das glaube ich auch. Nein, das ist ja auch eine spannende Zeit, weil es hat sich natürlich auch vieles verändert. Vor ein paar Wochen hätten wir solche Treffen oder Meetings noch, wie auch die digitale Messe, noch wirklich vor Ort aufgenommen und uns getroffen, aber jetzt aufgrund der aktuellen Situation. Und deswegen wollte ich Sie auch fragen, was waren so die ersten Dinge, die Sie getan haben, als Sie von der Situation, als sie angekündigt worden ist und auch durchgeführt worden ist. Ja. Ja, tatsächlich waren die ersten Reaktionen, dass wir erstmal abgecheckt haben, was wir überhaupt für Möglichkeiten im Unternehmen haben, uns aufgrund dieser Kontaktbeschränkung sozusagen immer noch auszutauschen, uns auch mit Kunden auszutauschen und ja, zu checken, welche Instrumente uns eigentlich zur Verfügung stehen, was Werbemittel angeht, was Filme angeht, was Kommunikationsmaterial angeht, die wir den Kunden an die Hand geben können, um nicht komplett den Draht zu verlieren. Das war uns in den ersten Wochen das Wichtigste. Ja, das ist natürlich, und Gott sei Dank gibt es ja, sage ich mal, ganz viele Möglichkeiten, auch mit den Kunden in Kontakt zu bleiben. Hat man auch das Gefühl gehabt, dass die Kunden das auch wirklich auch suchen, also dass die auch aktiv nach Wegen suchen, um auch in Kontakt zu bleiben, dass man auch umsteigt, sage ich mal, von reiner Telefonie wirklich mal auch auf einen Videochat oder ähnliches. Also der persönliche Kontakt, der ist natürlich unumgänglich, sage ich mal. Also wir arbeiten in einer Branche, Sie, ich, unsere Kunden, aus einem ganz bestimmten Grund. Denn wir schätzen dieses sogenannte People-Business. Mein ehemaliger Chef hat immer gesagt, ein Nasen-Business. Also ich arbeite mit jemandem zusammen, weil mir die Nase des anderen irgendwie gefällt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der lässt sich auch durch reine Telefonie nicht ausgleichen. Wir haben natürlich in der Videokonferenz schon eine andere Qualität als Telefonie, aber dieser persönliche Kontakt, der ist natürlich auch auf lange Sicht unumgänglich. Das ist die gute Nachricht für uns, glaube ich, und auch für Händler, weil der Kontakt zum Kunden, zum Endkunden, zum Endverwender, der wird sich nicht umgehen lassen. Ja. Und ja, dieser Drang sozusagen, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, der steckt ja ganz tief in uns Vertrieblern drin sozusagen. Also wir lechzen natürlich danach, dass wir endlich wieder rausgehen können. Kurz vor unserer Konferenz kam eben die Nachricht, dass Niedersachsen ab 11. Mai wieder die Gastrotore aufmachen wird sozusagen und die angrenzenden Länder werden dann sicherlich auch folgen. Schauen wir mal, was passiert. Um Ihre Frage noch mal ganz kurz aufzugreifen, diese Zeit der Kontaktsperre fiel ja genau in den Beginn der Frühjahrsmessen. Ja. Und genau diese Zeit nutzt der Endverwender und genau so wie der Händler und auch das Industrieunternehmen ja dafür, wirklich ganz gezielt mit den Kunden Kontakt aufzunehmen. Und das ist etwas, was uns natürlich massiv fehlt in diesem Jahr. Das fehlt aber nicht nur uns, das fehlt auch dem Endverwender. Und Richtig. da wird, glaube ich, eine Menge nachgeholt werden müssen. Auf jeden Fall, man hat ja auch gemerkt, zum Beispiel als auch Internorga abgesagt worden sind, auch wir mit unserer Messe in Berlin, das sind einfach die Zeiten der Messe, gerade im Frühjahr, sage ich mal, um auch Innovationen, Trends aufzugreifen, aber auch nach neuen Lösungen. Und da gab es ja verschiedenste Möglichkeiten, also zum Beispiel die Transgourmet Essenz Digitalmesse oder auch Social-Media-Kampagnen, die gestartet worden sind, unter anderem mit Restart Gastro oder Bleib am Herd, zum Beispiel von der Transgourmet, einfach auch um unseren Kunden, gerade auch den Gastronomen, auch Mut zu machen, aber auch vielleicht noch die ein oder andere Idee zu geben, na, dass man vielleicht ein Webinar anbietet oder ähnliches. Gab es bei Ihnen auch so eine Art Möglichkeit oder wie haben Sie sich da aufgestellt?
Also wir haben ja an der E-Messe der Transgourmet auch teilgenommen, genau. Und haben das sozusagen auch als Anlass genommen, noch weitere Clips für uns zu drehen sozusagen, alles unter den gegebenen Maßregeln der Kontaktbeschränkung, was nicht ganz so einfach war. Aber die großen Themen, die uns dieses Jahr beschäftigen, die haben wir in Clips festgehalten. Ja. Jetzt ist es natürlich so gewesen, dass die Fertigstellung der Clips dann auch mit der Zeit einherging, wo bei den Endverwendern in den Restaurants, in den betriebsgastronomischen Einrichtungen kaum noch jemand vor Ort war. Wenn dann noch jemand da war, der hatte andere Sachen zu tun, als sich mit neuen Medien und innovativen Gedanken auseinanderzusetzen, sondern hat in irgendeiner Weise versucht, den Laden am Laufen zu halten. Ja. Und damit werden wir jetzt sukzessive rauskommen. Wir werden das auch als zukunftsträchtiges Instrument sehen. Das ist sicherlich was auch hängen bleiben wird bei uns, dass wir dieses Medium verstärkt nutzen werden. Ja, das ist ja dann auch, passt ja auch genau, gute Überleitung, ja, also wie wir uns auch zukünftig verändern müssen oder auch verändert haben, einfach auch, dass wir viel mehr, sage ich mal, on demand rausbringen, dass wir unsere Inhalte schneller zu den Kunden bekommen und auch neue Wege gehen, also gerade was Digitales angeht. Und da gibt es ja verschiedenste Formen, die man ja noch tun könnte, also von Webinaren über Produktschulungen oder Ähnliches, was sich der Kunde dann ja auch bequem zu Hause anschauen kann und sich auch über die einzelnen Produkte vielleicht genauer informieren kann, aber auch zu einer Zeit, wie es ihm gerade passt, also nicht an Zeit gebunden oder Ähnliches, wie jetzt auch manche Messen sind, sondern tatsächlich dann auch wirklich, wenn man mal eine ruhige Minute hat, sich durch gewisse Portale zu klicken und sich ein bisschen auch inspirieren zu lassen. Ja. Ja, also ich glaube, die Inhalte, die online zur Verfügung gestellt werden, müssen eine neue Qualität bekommen. Es muss sichergestellt sein, und da werden wir dran arbeiten, dass unsere Kunden das genau diese Inhalte abrufen können. Es muss sichergestellt sein, dass genau alle Informationen zielgerichtet zu dem Kunden kommen, die er benötigt. Mhm. Unabhängig davon, ob jetzt ein Betreuer vor Ort ist oder nicht. Vertiefende Fragen können dann immer noch gestellt werden an den persönlichen Betreuer, aber theoretisch müssen alle Inhalte online verfügbar sein. Und das ist sicherlich was, wo wir in der Branche auch noch Nachholbedarf haben. Absolut. Was würden Sie sagen, was sich langfristig durch Corona positiv verändern wird? Also jetzt am Markt, aber auch natürlich im Unternehmen? Also ich glaube, dass sich unsere Gesellschaft ein Stück weit verändern wird, wie auch jedes Unternehmen, also wie auch die Hilcona. Es wird ein höheres Engagement geben, es wird eine höhere Bereitschaft zur Solidarität geben, es wird ein höheres Maß an Zusammengehörigkeitsgefühl geben, weil man natürlich in dieser Krise auch ein Stück weit isolierter für sich agiert. Und was schön wäre, wenn man unter all dem einen Strich zieht und dabei rauskommt, dass die Bereitschaft und die Wertschätzung für Nahrungsmittel steigen wird, auch für den Außerhausverzehr von Nahrungsmitteln. Gerade im betriebsgastronomischen Bereich haben wir da sicherlich noch, was das Wertigkeitsempfinden der Gäste angeht, großes Potenzial nach oben, wenn man das mit unseren Nachbarländern vergleicht. Und wenn man das als Fazit so ziehen könnte, dann wäre das sicherlich eine positive Entwicklung. Absolut. Also ich habe auch das Gefühl, dass gerade Regionalität zum Beispiel wieder eine größere Rolle spielt, weil die Menschen plötzlich merken, okay, der Radius wird eingeschränkter und auch, sage ich mal, die Unterstützung, dass man wirklich kleinere, sage ich mal, vom Einzelhandel bis hin aber auch zu Landwirten und Ähnlichem unterstützt. Und gerade bei mir um die Ecke, sind 600 Meter Luftlinie, gibt es einen Biolandhof. Die haben eine grüne Kiste, die beliefern, sage ich mal, jede Woche Haushalte mit ihren Produkten, und die haben zum Beispiel mittlerweile auch schon einen Stopp, also die können nicht mehr Kunden aufnehmen, weil sie es nicht mehr gehandelt kriegen. Also das sind auch solche Veränderungen, glaube ich, die auch vielleicht die Wertschätzung gegenüber guten Lebensmitteln auch steigern wird, auch langfristig, auch nach der Krise, dass man merkt auch, dass, sage ich mal, dass es wichtig ist, dass man eine Region vielleicht auch stärkt. Ja, und einzelne Produkte. Richtig, definitiv. Ja. Und da wird die große Frage sein, wie die Industrie das für sich interpretiert, die ja national ein Sortiment abbildet, und der Großhandel, der national Kunden beliefert, wie dieses Thema Regionalität
Und Nachhaltigkeit letztendlich auch, wie das interpretiert wird. Genau. Also gerade in meinem Bereich, wenn ich jetzt an die Eigenmarke Transgourmet Ursprung denke, die Nachhaltigkeitsmarke von der Transgourmet, wir sagen ja auch, also wir haben ja Produzenten in ganz Deutschland, wir beliefern ja unsere Kunden auch in ganz Deutschland. Für uns ist natürlich Regionalität vielleicht ein etwas anderer Begriff. Wir sagen natürlich auch, es ist halt einfach nur wichtig, dass Produkte eine erkennbare Regionalität haben und dass man, weil wir haben einfach in Deutschland auch geografische Gegebenheiten, die uns zum Beispiel in unserem Alpenvorland besonders schöne Wiesen schenkt, wo wir natürlich unsere Fersen dann zum Beispiel weiden lassen können oder ähnliches. Und es gibt natürlich auch verschiedenste Gebiete, wo die Käseherstellung zum Beispiel schon eine längere Tradition hat. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man das vielleicht noch ein bisschen mehr herausstellt, um dann auch wirklich den Ansprüchen oder vielleicht auch den veränderten Ansprüchen dann gerecht zu werden. Ja. Und ich glaube auch das Thema Nachhaltigkeit, das wird ja bei Hilcona, wird das ja auch immer weiter verfolgt. Und auch, da gibt es ja immer verschiedenste, sei es mit vegetarischer Ernährung, aber auch neue Rezepturvorschläge. Da gibt es ja einiges. Ja, da sind wir, glaube ich, relativ gut aufgestellt, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Und haben auch im letzten Jahr angefangen, das etwas deutlicher an die Kunden zu kommunizieren. Das sind letztendlich Punkte, die uns schon seit Jahren begleiten, uns seit Jahren auch von vielen Wettbewerbern am Markt abheben, die wir aber in der Form nie kommuniziert haben. Und damit haben wir insbesondere im letzten Jahr, das ist jetzt unabhängig von Corona zu sehen, aber im letzten Jahr damit angefangen, das im Kundenkreis auch vehementer zu kommunizieren. Genau, es wird ja auch immer wichtiger, na, man müsste immer mehr Zertifikate vorlegen. Ich sage mal, bei Ausschreibungen zum Beispiel für Schulkantinen oder ähnliches, da wird ja auch gewisse Bioquoten, wir müssen erfüllt werden. Das muss natürlich alles einhergehen mit einem begrenzten Budget zum Teil, aber auch gerade diese Zertifikate und auch der Aspekt Nachhaltigkeit wird ja immer wichtiger. Ja. Richtig. Haben Sie gerade eben wieder gut angesprochen, diese Spreizung sozusagen zwischen der Erwartungshaltung, ja. Ob das jetzt Gästeerwartungshaltung ist oder ob das Catering-Erwartungshaltung ist und dem Wareneinsatz, der dafür sozusagen zur Verfügung steht. Da ist natürlich der Schulverpflegungsbereich besonders herausfordernd. Das ist sicherlich richtig. Absolut, absolut. Und ich glaube, das muss sich ändern und ich glaube, das hat auch die Politik dann auch so langsam auch erkannt und ich glaube, die werden sich auch dahingehend, müsste einfach eine kleine Revolution, sage ich mal, stattfinden. Und deswegen, was erwarten Sie sich zum Beispiel von der, oder was würden Sie sich von der Politik wünschen, gerade jetzt in Anbetracht dessen? Also ich würde da keine Wünsche formulieren wollen. Ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, dass wir, was diese Pandemie angeht, ganz am Anfang stehen. Wir haben in Deutschland sehr, sehr großes Glück. Ich weiß, dass es andere Personen in der Branche gibt, die da anderer Meinung sind. Es hängen natürlich auch eine Menge Existenzen daran. Das ist vollkommen richtig. Das darf man bei der ganzen Diskussion auch nicht vergessen. Aber wir sind vergleichsweise gut aufgestellt, wenn man sich andere Länder in Europa anguckt oder auch die USA zum Beispiel. Da erreichen uns ja täglich Schreckensmeldungen darüber, wie es auch aussehen könnte, wenn die Politik anders reagieren würde. Ja. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Einen konkreten Wunsch sozusagen habe ich nicht. Wir sind da sicherlich in einer Lernkurve, was diese ganzen Reaktionen auf Pandemien angeht und müssen uns vielleicht auch damit auseinandersetzen, dass das nicht das erste, nicht das einzige Mal gewesen sein wird, dass wir auf solche äußerlichen Einflüsse reagieren müssen im Zuge der Globalisierung, der immer noch weiter zunehmenden Globalisierung, sicherlich auch realistisch, dass das mal wieder auftreten wird. Ja. Was wir, glaube ich, festhalten können, ist, dass das für alle von uns ein einschneidendes Erlebnis sein wird und hoffentlich gehen wir da alle erstmal gesund draus hervor. Das ist erstmal das Wichtigste. Das natürlich, absolut, das ist wirklich sehr, sehr wichtig und ich glaube auch, dass wir tatsächlich sehr viel Glück hatten und dadurch auch, dass es, sage ich mal, relativ zeitnah dann auch die ganzen Maßnahmen dann auch kamen, die natürlich auch für unsere Kunden total herausfordernd waren. Also zum einen
vielleicht die Umstellung auf ein Takeaway-Geschäft oder aber auch, dass plötzlich die Betriebskantine, also es sind ja trotzdem noch Personen da gewesen, aber auch da wurde es dann geändert, zum Beispiel das Besteck musste eingepackt sein, zum Beispiel, oder aber auch, dass Gerichte nicht mehr direkt vor den Gästen zubereitet werden konnten. Gab es da auch Konzepte seitens Hilcona, also gerade was Takeaway oder vielleicht aber auch für die Betriebsgastronomie anwendbar ist? Oder wie lustig, dass wir das ansprechen. ja, wir haben tatsächlich letzte Woche, also für unsere Zuschauer vielleicht, Herr Drechsler und ich haben uns dahingehend nicht abgesprochen. wir haben letzte Woche tatsächlich einen Flyer für den Bereich Lieferdienste entwickelt, kann auch online abgerufen werden über die üblichen Medien oder auch über unsere Website. Unsere Produkte haben halt den Vorteil, dass sie besonders vielseitig und flexibel einsetzbar sind. Und das natürlich gerade bei schwankenden Bedarfen. Da haben wir gegenüber Anbietern von Trockenpasta, wenn man jetzt mal im Pasta-Bereich bleibt, haben wir sicherlich sehr, sehr große Vorteile, weil wir portionsgerecht, portionsgenau, absolut kalkulierbar die Produkte ja, umsetzen können oder damit produziert werden kann bei unseren Kunden. In dem Sinne haben wir das für den Lieferdienstebereich aufgenommen und haben das Ganze nochmal zusammengefasst. Ansonsten haben wir eher Anwendungskonzepte gebracht, auch die Clips, die ich vorhin angesprochen habe. Da ging es eher um den Bereich Anwendungskonzepte. Was kann ich eigentlich mit einem Produkt für unterschiedliche Anwendungen abbilden? Ich glaube, das wird auch das große Credo für die nächsten Jahre sein. Diese immense Ausweitung von Produktvielfalt, das ist es nicht mehr, sondern es ist eher die Frage, dass ich mit einem Produkt eher 20 Anwendungen gestalten kann, als mit 20 Produkten je eine Anwendung. Ja. Und dahin gehen wir mit unserer Entwicklung. Es geht also eher um Konzeptentwicklung in dem Sinne. Ja. Ich denke, das ist auch auf jeden Fall hilfreich, auch jetzt gerade, wenn es jetzt dann wieder langsam stetig auch ansteigt. Man kann vielleicht noch auch einzelne Produkte, je nachdem, wie auch die Auslastungen sind, ist es natürlich dann auch einfacher, wenn es dann auch kalkulierbar ist. Man muss ja natürlich auch schauen, wie kann ich vielleicht ein Produkt so veredeln, dass es natürlich auch den Ansprüchen der Gästen genügt und dann natürlich dann auch eine kleine Inspiration und natürlich auch Hilfestellung, wenn man diese dann vom Produzenten auch bekommt, ist natürlich für den Gastronomen auch hilfreich oder für die Betriebsgastronomie. Richtig. Nee, super. Ich bedanke mich, Herr Möller, vielen Dank für Ihre Zeit und bleiben Sie gesund. Ja, danke gleich, Herr Drechsler. Und ich hoffe, ja, dass es dann doch wieder auch die klassische Messe wieder stattfindet auch mal, weil gerade auch ein persönliches Gespräch ist natürlich dann auch für unsere Kunden, wenn die dann direkt mit den Partnern sprechen können auf einer Messe, ist es natürlich dann auch immer hilfreich. Aber ich glaube, das wird dieses Jahr nicht mehr passieren. Aber ich denke, das Konzept Messe wird nicht ganz verschwinden. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Wie gesagt, wir arbeiten in einem People-Business. Ja. Und dafür ist uns der Kontakt zu unseren Kunden, sowohl im Großhandel als auch bei den Endverwendern, einfach zu wichtig. Ja. Und ja, auch Teil unserer DNA, wenn Sie so wollen. Ja. Also deswegen lechzen wir danach, dass die Gastronomie wieder geöffnet wird unter den vernünftigen Rahmenbedingungen, sage ich mal, vernünftige Öffnungskonzepte erstellt werden, dass die Gäste sicher sind, dass die Kunden, Gastronomen sicher sind, dass das Servicepersonal sich sicher fühlen kann. Und dann wird das Ganze auch uns wieder Freude bereiten. Absolut. Super. Vielen Dank.